Das kam jetzt überraschend. Gerade hatte ich noch beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn nachgefragt, wann endlich das erste Bild des Schwarzen Lochs Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, veröffentlicht wird. Frühestens im April wird es soweit sein. Da gibt es dann von ganz anderer Seite das erste Bild. Es ist bei weitem nicht so scharf und aussagekräftig, aber es ist ziemlich verblüffend und unerwartet. Ein schwarzes Loch wie kein anderes. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es ist fast unmöglich, ein Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße zu machen. Zwischen der Erde und Sagittarius A-Stern ist ein Nebel aus heißem Gas. Er streut das Licht und erschwert die Beobachtung oder beziehungsweise macht sie nahezu unmöglich. Trotzdem ist jetzt erstmals das nahezu Unmögliche gelungen. Und gelungen ist das, wie beim heiß erwarteten Bild des Event Horizon Teleskops, nur mit der Zusammenschaltung mehrerer Radioteleskope. In diesem Fall war es das Very Long Baseline Interferometry, VLBI, bei dem mehrere Teleskope auf der Nordhalbkugel, zum Beispiel das deutsche Radioteleskop Effelsberg in der Eifel, mit dem Atacama Large Millimeter Array, kurz ALMA in Chile, auf der Südhalbkugel zusammengeschaltet wurden. Und so ein riesiges virtuelles Teleskop entstand. Es hatte so fast die Größe unserer Erde. Und jetzt kommt der Hammer. Nachdem das Forschungsteam die Streuung herausgerechnet hatte, stieß sie auf ein Leuchten in einem extrem engen Bereich von nur einem 300-Millionstel eines Winkelgrads. Sarah Issaoun vom Forschungsteam, das deutet darauf hin, dass die Radiostrahlung eher von einer Scheibe mit einfallendem Gas herrührt als von einem Radiojet. Sie hat die gesammelten Daten mit zahlreichen Computermodellen durchgerechnet und kommt zu dem Schluss, das würde allerdings Sagittarius A-Stern zu einer Ausnahme gegenüber allen anderen schwarzen Löchern machen, von denen wir Radiostrahlung empfangen. Eine Alternative wäre nur, wenn der Jet fast direkt auf uns zeigt. Also ein ganz besonderes schwarzes Loch oder der schon relativ unwahrscheinliche Fall, dass ein Jet aus dem schwarzen Loch direkt auf uns gerichtet ist. Heino Falke, Professor für Astronomie, hält diesen sehr speziellen Fall trotzdem für eine Möglichkeit. Das bedeutet, dass wir das Biest unter einem besonderen Blickwinkel sehen. Allerdings wäre das schon sehr seltsam. Das würde bedeuten, dass die Akkretionsscheibe um das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie exakt um 90 Grad zur Drehungsebene der Galaxie gekippt wäre. Das wäre ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellen würde. Demnach kreist um das schwarze Loch eben eine Akkretionsscheibe in der Drehungsebene der Galaxie und die Jets gehen senkrecht nach oben und unten aus der Drehungsebene der Galaxie heraus. Eben ganz anders, als jetzt vermutet wird. Jetzt wird es noch spannender, was das Bild des Event Horizon Teleskops zeigen wird. Es macht das Bild bei einer höheren Frequenz. Jetzt ist auf jeden Fall sicher, dass wenn es einen Schatten des schwarzen Loches gibt, also wir einen Blick auf das Loch erhaschen können, er nicht in der Streuung verschwinden wird, sondern herausgerechnet werden kann. Noch mehr über das erste Bild im Zentrum der Milchstraße gibt es hier. Unbedingt draufklicken bei Raumzeit, Vlog der Zukunft. Abonniert auch diesen Kanal mit noch ausführlicheren Wissenschaftsvideos. Bis dann. Bleibt dran.